Hallo alle zusammen, ich begrüße euch recht herzlich zu meinem Video, der Aufbau 2022. Ja, er hat endlich begonnen. Eigentlich baue ich schon den ganzen Monat auf, aber jetzt hat er so richtig begonnen. Ich habe voll losgelegt mit Aufbauen. Ich trage schon Unmengen an Schienen und anderem Material aus dem Keller hoch und ich habe schon richtig viel zusammengesteckt. Ich konnte währendher nicht die ganze Zeit filmen, weil sich das über mehrere Tage gezogen hat. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich schon alles aufgebaut habe. Eine kleine Streckenführung sozusagen, wie weit wir jetzt sind, wie der Stand ist. Also ich habe hier den Bahnhof sozusagen schon fast fertig, zumindest das Gleisbild mehr oder weniger. Da kommen noch ein paar Gleise dazu, die dann auf den Rasen führen, aber die kommen also erst später. Dann habe ich hier eben mir was überlegt, wie ich hier 4 Gleise drunter bekomme, weil hier noch ein ganz kleines bisschen Dach ist. Falls es mal regnet, dann kann ich die Züge auch hier abstellen. Also hier habe ich jetzt doch 4 Gleise reingebracht und nicht nur 3, wie ich das eigentlich wollte. Und da gibt es dann einen Abzweig noch. Ja, und hier hinten diese Schleife für den großen Kreis, die ist eigentlich auch mehr oder weniger fertig. Und die 2 Anschlüsse für die Kehrschleife, die dann zu der Brücke führen, die ich nach da unten baue. Ja, also ich frage mich nicht, wie viele Schienen ich zusammengesteckt habe und wieder auseinander. Und man sieht es ja schon überall, sind praktisch Zwischenstücke eingeflext worden von mir. Ich habe hier schon einige Schienen hochgetragen. Also es sind alles R3-Kurven. Ja. Ich habe insgesamt 114 R3-Kurven eingeplant oder werde ich verbauen. Und die unglaubliche Zahl von, also grob überschlagen, 210 Kurven, die ich verbaut habe. Und Geraden weiß ich nicht. Ich hatte den ganzen Bahnhof schon aufgebaut auf der Wiese, aber den habe ich wieder abgebaut, weil ich natürlich noch mähen muss. Heute ist erst Montag und ich werde eigentlich erst am Samstag hier auf dem Rasen aufbauen, aber Vorbereitung ist halbe Leben. Darum habe ich jetzt so früh angefangen. Ja, hier hinten ist auch schon einiges fertig. Da habe ich diese Rückfallweiche für die Kehrschleife eingebaut und dann hier einfach eine schöne Weichenstraße, um wechseln zu können hier hinten. Also von außen nach innen und andersrum. Ja, hier gibt es dann diesen Anschluss, was alles ganz neu ist. Im Prinzip ist ja nichts alt, ja, alles neu. Da geht es dann hier in diesen neuen Streckenabschnitt. Puh. Ja, und heute Abend, heute war es so heiß und ich muss auch wieder arbeiten. Also ich habe erst nächste Woche Urlaub. Ich drehe mal hier die Kamera so ein bisschen. Und heute Abend habe ich mir jetzt vorgenommen, in der Garage weiterzumachen. Und ich habe sogar schon zum Leid meiner Frau und auch mir die Autos draußen stehen und nicht mehr in der Garage, weil ich in der Garage schon angefangen habe, die Schienen zu verlegen beziehungsweise mir einen Gleisplan zu überlegen. Ja, und ja, so sieht der Gleisplan aus. Also ich will hier über eine Brücke reinkommen. Ja, von da draußen komme ich über eine Brücke rein und fahre dann hier auf das äußere Gleis. Und da gibt es dann einiges zu beachten, wie ich dann eben hier auf die ganzen verschiedenen Spuren komme. Und vor allem, dass ich am Ende viele Züge unterstellen kann. Also es ist eigentlich so geplant, dass ich hier auch wieder eine Rückfallweiche habe. Und da fahre ich außen rum auf dem äußersten Kreis, habe dann hier mit R1 Weichen so einen kleinen Wechsel drin, mit 3 Gleisen dann nach innen. Und das ist dann alles der innere Bereich, der von der Kehrschleife. Und dann fahre ich hier wieder nach draußen über die Kreuzung. Ja? Dann beginnt dann hier die Kehrschleife. Jetzt für heute Abend ist meine Aufgabe, hier diese ganzen Schienen richtig zu verlegen, also die ganzen Zwischenstücke hier eben einzupassen, fest zu verschrauben, die Kehrschleife einzubauen. Da benutze ich ja die von Dietz Elektronik und die Trennschienen, die ganzen Standard-LGB-Kurzschienen und dann eben hier, das sind meine ganzen Flex-Schienen, wo ich dann eben hier die Gleise mit der kleinen Flex dann eben einpasse und hier ich habe einen Haufen Material von alten Schienen, die ich mal so gebraucht zusammengekauft habe. Die werde ich dann alle auseinanderflexen. Scheiß drauf. Egal, was soll's. Bald ist Gas alle. Halbwegs Gleise zusammengeflext. Scheißegal. Also gut.
Jetzt habe ich genug Scheiße gesagt. Hier ist ganz schön stickig. Ich werde jetzt hier wieder rausgehen. Ja, wahrscheinlich meine Nachbarn sowieso spinnen, weil ich hier so rumbrülle. Ich freue mich einfach. Ich freue mich tierisch. Ich muss jetzt noch 4 Tage arbeiten und dann habe ich Sommerurlaub. Und der Sommerurlaub geht halt hier komplett für die LGB drauf. Aber gut, was soll's. Macht ja auch Spaß. Besser wie nach Ägypten fliegen und Scheißerei kriegen. Also ich liebe es, wenn Pläne aufgehen. Und hier die Garage ist schon fertig. Ich habe schon Probebetrieb am Laufen. Und es funktioniert einwandfrei, auch mit den R1-Weichen hier. Diese schönen Rio Grande fahren da einfach drüber. Ah, total gut. Ey, was soll ich sagen, der Wahnsinn. Ich kann jetzt hier 3 lange Züge abstellen, ein paar kurze noch. Und trotzdem noch mit einem Zug komplett durchfahren, ohne Kollision. Und genau das war der Plan. Ja, jetzt schaue ich noch, ob das Ganze fahrtauglich ist auf Dauer. Und dann schließe ich die Garage eigentlich auch schon ab als Bauphase und kann mich dann an die Brücke hinterm Haus machen. Da ich jetzt mit dem Aufbau in der Garage fertig bin, konnte ich mir die Zeit nehmen für das nächste Projekt. Und da ging es um einen kleinen Technikaufbau. Und zwar habe ich mir jetzt das mal hier so aufgebaut, wie ich mir vorgestellt habe, dass ich eben hier über den Laptop bzw. dann über das Gleisbild am Fernseher die Weichen schalte. Und so sitze ich sozusagen hier in der Zentrale und kann von hier den ganzen Garten überblicken. Jetzt habe ich es fast geschafft. Heute ist der vorletzte Tag, also der letzte Abend. Morgen am Samstag werde ich den ganzen Rest voll aufbauen. Und ihr seht schon, ich habe so viel gemacht. Ich habe hier noch einen Spiegel hingehängt, dass wenn ich da sitzen kann, die Strecke überblicken. Mega. Also, ich bin so weit schon mit dem Aufbau. Hier liegen die ganzen Schienen, die ich morgen verbauen werde auf dem Rasen. Mein Bahnhof hier ist fertig. Hier habe ich die anderen Schienen noch vorbereitet, die ich alle morgen schnell verbauen muss. Hier meine Kehrschleife funktioniert auch. Ah, hier auf der Brücke alles picopello schon getestet. Die Strecke einmal hier außen rum. Und hier hinten gehen wir wieder auf ein Gleis zurück. Ja, hier fehlt jetzt das Zwischenstück in die Garage rein und in der Garage, das kennt ihr ja. Da steht schon einiges rum. Hier habe ich ein bisschen was hochgetragen, aber Garage einwandfrei. Schon einen schönen Testbetrieb gehabt. Auf jeden Fall, ich glaube, ich stehe morgen, also spätestens um 6 Uhr auf. Davor wird der Rasen noch gewässert, dann wird Rasen gemäht und dann geht hier die absolute Party ab. Ich werde hier die ganze Strecke aufbauen. Es wird ein Gedicht und übrigens, der Bahnhof ist auch ein Gedicht. Ich habe mich wirklich verkünstelt. Also eine geniale Gleisführung, weil ich so viele Möglichkeiten habe, wie hier die Züge fahren können. Von außen nach innen und von innen nach außen und in den Wintergarten rein und ins Abstellgleis. Also es ist alles angerichtet für die riesen LGB-Party am Wochenende. Und das Wetter, das wird ja herrlich. Also es soll eine Woche nicht regnen und so 29 bis 30 Grad ist genau meine Wohlfühltemperatur. Und von daher, bin total happy. Hier im Wintergarten wird es ja dieses Jahr viel einfacher. Da habe ich ja nur so einen einfachen Abstellbahnhof geplant. Den habe ich aber noch nicht ganz aufgebaut, weil man sonst nicht laufen kann. Hier soll man einfach reinfahren können, Züge abstellen und dann wieder raus. Ohne Wendemöglichkeit. Ein bisschen einfacher gehalten wie sonst. Dafür habe ich ja die Garage. Ja. Und jetzt mache ich mich weiter an die Arbeit. Alles klar, Freunde, ich bin bereit. Heute ist letzter Aufbautag, Samstag, 30. Juli 2022. Jetzt kommen die wichtigsten Punkte am Morgen. Erstens, Nahrungsaufnahme. Zweitens, 100 Liegestützen. Drittens, Bilder im Klo aufhängen, damit die Frau zufrieden ist. Viertens, Rasenmähen. So, und jetzt kommt der letzte Schritt mit dem Rasenmäher und der muss besonders tief sein, damit das Gras nicht die Schienen überdeckt.
So, jetzt gibt es einen kleinen Zwischenstand. Es ist erst 9:30 und ich bin schon verdammt weit. Ich muss sagen, bisher habe ich sehr viele Schienen übrig. Ich glaube, da kann man noch ein bisschen Schabernack treiben. Den Bahnhof hier, den habe ich eigentlich schon komplett fertig. Und jetzt fehlt nur noch der große Bahnhof hier hinten, der hier über den Rasen geht. Und das Schwierige wird jetzt einfach nur mal hier das Verbindungsstück. Und ja, dann habe ich jetzt schon eine Idee, wenn ich wirklich Schienen übrig habe, wie ich hier nochmal in die Mitte so einen Kreis reinlegen kann, dass die Loks einfach längere Fahrstrecken haben. Aber das werde ich dann sehen. Das ist dann Fleißarbeit sozusagen, wenn der Rest steht. Ich kann es kaum glauben, ich bin total fertig. Jetzt haben wir 19 Uhr und ich bin fertig mit dem Aufbau. Und es funktioniert. Also, was soll ich sagen? 3 Züge fahren gleichzeitig. Die Kehrschleifen funktionieren genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, der Zug hier, der wendet zwischen den 2 Kehrschleifen, zwischen der oberen und der unteren. Hier haben wir ein riesen Weichenchaos, Fahrstraßen ohne Ende. Es macht tierisch viel Spaß, hier zuzuschauen und vor allem hier auch die Fahrwege auszuwählen. Es ist natürlich auch behaftet mit viel Unfallrisiko. Ey, gigantisch. Boah. Dafür habe ich so lange geplant und so lange so viel Zeit investiert. Unmengen von Zeit für das, dass es jetzt funktioniert. Und ja, jetzt werde ich eine richtig schöne Woche haben. Ich werde mir das hier gemütlich den ganzen Tag anschauen. Allerdings muss ich jetzt noch die ganzen Züge aus dem Keller holen. Ah. Stress. Positiver Stress, Hobbystress halt. Ach, wenn es das erste Mal funktioniert, dann ist es einfach toll. So, zum Abschluss gehen wir noch mal in meinen Wintergarten. Hier bin ich noch nicht so weit. Also eigentlich muss man nur noch ein paar Gleise anstecken und die ganzen Wagen auf die Schienen setzen. Und ja, nichts Besonderes, aber verkabeln muss ich noch. Und das ist natürlich schon eine heftige Strafarbeit. Wobei ich die ganze Zeit mit einer einzigen Einspeisung fahre. Unbegreiflich, hier eine Riesenanlage, 400 Meter Schienen, wie gesagt, 60 Weichen oder so und ich habe eine einzige Einspeisung. Es funktioniert, unglaublich. Ja, wenn man ein bisschen nach den Kontakten schaut, wenn man die ein bisschen zuklammert oder schraubt, dann funktioniert es. Ja, mal gucken, wie das dann ist mit ein bisschen mehr Bahnbetrieb hier. Wenn die Gleise zugestellt sind, dann muss man sich natürlich die Fahrwege genau aussuchen, damit man keine Kollision verursacht. Aber dafür soll ja der Laptop helfen mit dem Gleisplan, dass man es einfach besser im Überblick hat. Ja. Also für heute bin ich total fertig. Ich hau mir jetzt noch einen Weizen rein und ich glaube, dann gehe ich um 8 ins Bett. Ich bin brotfertig jetzt. Kann ich einfach nicht mehr und ab morgen wird gespielt. Es kommen auch wahrscheinlich einige Gäste, von daher muss ich fit sein. Und ja, jetzt genieße ich noch den Abend und bin froh, dass ich es endlich geschafft habe.